Der beliebteste ETF der Welt lässt sich relativ leicht sagen. Das ist bzw. das sind ETFs, die sich auf die Kursentwicklung des marktbreiten MSCI World beziehen. Die Frage, die ich in diesem Video besprechen möchte, lautet: Ist der MSCI World bzw. seine ETFs darauf eine Mogelpackung? Los geht's! Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. So, willkommen zum zweiten Teil bei Los Vojos del ETF. Diesmal ohne Stolpern ausgesprochen, das ist ja auch schon mal ein ganz guter Anfang. Und ein guter Anfang für viele war vielleicht auch das letzte Video, in dem es ja um die Warnung vor Hochzins-ETFs ging. So, aber viele haben das Video angesehen und haben sich dadurch offensichtlich animiert bzw. ermutigt gefühlt, sich überhaupt mal mit der ETF-Anlage zu beschäftigen. Denn die Einleitung auch im letzten Video, die war ja eindeutig positiv. Natürlich, man kann über ETF-Anlage, wenn man das möchte, und man sollte es auch tun, durchaus kritisch sprechen, denn die ETF-Anlage ist immer noch eine quantitative Anlage. Das heißt also, es fließt Geld in einen Markt, es wird nicht selektiert, ist diese Aktie gut, ist diese Aktie gut. Und selbstverständlich werde ich auch kein Blatt vor den Mund nehmen und sagen, für mich ist weiterhin die Anlage in Einzelaktien die Königsklasse. Aber, und das ist ganz entscheidend, gerade bei dieser Königsklasse kann man eben auch sehr, sehr viel verkehrt machen. Wir erleben das bei den Renditespezialisten. Dort sind ja die in unserem Zukunftsdepot die aus unserer Sicht besten Aktien, die Qualitätsaktien dieser Welt versammelt. Wir erleben anhand der Fragen, wie, na sage ich mal höflich formuliert, wie unterschiedlich man sich dem Aktienmarkt begegnen, nähern kann. Ich möchte jetzt nicht wieder auf diese Studie eingehen von, ich glaube, Quartal Consors war es, in der die beliebteste Aktie die Telekom war. Ich meine, auf 3 war die Deutsche Bank, auf 7 war die Commerzbank und in den Top 10 war immer noch ThyssenKrupp. Ja, ich will ja jetzt hier auch keinem die Laune verderben. Aber wenn man so natürlich Aktienanlage kennengelernt hat, dann gibt es, wir machen das wieder möglichst höflich, dann gibt es Verbesserungspotenzial. Aber dazu muss man sich natürlich schlicht und einfach damit auch beschäftigen wollen. Das sage ich hier ganz eindeutig. Wer eigentlich gar kein Interesse daran hat, für wen Aktiensparen einfach etwas, ja fast so etwas wie ein notwendiges Übel ist, wenn ich das hier mit meinem Kanal erreicht habe. Allein die Erkenntnis, dass Geld aufbewahren etwas ganz anderes ist als Geld anlegen. Und allein die Erkenntnis, dass wenn ich mein Geld auf dem Girokonto lasse, auf dem Festgeldkonto oder unter dem Kopfkissen, dass ich dann eben keine Geldanlage betreibe, sondern vorsätzlich dafür sorge, dass ich in ein paar Jahren, und die können relativ nah sein, weniger Kaufkraft habe. Denn dieser Begriff Fiat Money, der wird inflationär benutzt, aber inflationär ist eben auch das richtige Stichwort, wenn es um Papiergeld geht. Ja, es geht nicht so schnell, wie der ein oder andere Untergangsbeschwörer sich das vorstellt, aber richtig ist, dass Papiergeld nun mal seinem inneren Wert von Null entgegenstrebt und das Einzige, was wir dem gegenübersetzen können, ist die Investition in Sachwerte. So, und wer sagt, es ist aber nicht mein Thema, kann ich durchaus verstehen. Ich kann es sogar sehr gut nachvollziehen, denn ich bin wahrscheinlich der einzige Flensburger, um mal einen kleinen Seitensprung hier zu... Schatz, du weißt, wie ich das meine, also einen kleinen gedanklichen Seitensprung hier zu machen. Ich bin wahrscheinlich der einzige Flensburger, der sagt, ach, ob die unsere Handballmannschaft, ja, früher hatte ich mal eine Dauerkarte, ist mein eigenes Ding, warum ich jetzt nicht mehr da bin, aber ob die jetzt gewinnen oder Meister werden. Also es interessiert ja alle, es ist Gesprächsthema überall, beim Bäcker, beim Supermarkt, überall. Es geht immer um Handball. So. Und so ist es bei der Geldanlage nun nicht. Aber wenn ihr sagt, mich interessiert das eigentlich, ich muss es machen. So, das ist alles. Ansonsten will ich mich wieder auf meine Hobbys konzentrieren. Dann ist das völlig in Ordnung und dann ist die ETF-Anlage auch genau das Richtige für euch. Und bei der dauerhaften ETF-Anlage werden ja auch keine Stops gesetzt.
Und dann ist auch alles in Ordnung. Dann sind auch ETFs genau das richtige Mittel der Wahl. Ja, sie sind günstiger. Also ganz klar pro ETFs. Und da kamen eben sehr viele Fragen nach dem letzten Video, die gesagt haben, ja gut, wie starte ich denn überhaupt? Und heute Morgen haben wir eine Checkliste für den ETF, für den Beginn der ETF-Anlage versendet. Und zwar im Report, absolut kostenlos. Ich hatte euch in der letzten Ausgabe, im letzten Video schon schriftlich darauf hingewiesen, dass diese Checkliste kommen würde. Ich blende euch mal kurz einen Teil ein. Ja, so oder so ähnlich hat das heute Morgen ausgesehen. Und natürlich, wenn ihr euch für diesen absolut kostenlosen Report, ja, den Leitfaden kostet nichts extra, wenn ihr euch dafür entscheidet, wenn ihr euch den ansehen möchtet und ihr solltet euch so etwas ansehen, bitte diese 10 Minuten, bevor ihr euer hart verdientes und versteuertes Geld nehmt, diese 10 Minuten, diese Checkliste einmal durchzulesen, die sollte sich jeder nehmen. Und wenn ihr von mir aus, meine Güte, wenn ihr sagt, das interessiert mich nicht, dann abonniert bitte den Report, ja, hier unter dem Video, absolut kostenlos, gratis. Abonniert ihn, lest euch die Checkliste durch, guckt euch vielleicht noch eine zweite Ausgabe an. Und wenn ihr dann sagt, eigentlich interessiert mich das aber allerdings nicht, ich wollte nur die Checkliste, dann tragt euch wieder aus. Das geht nämlich genau so einfach wie das Eintragen. Und ich nehme es euch nicht übel, versprochen. Ihr kommt hier nicht auf eine Blacklist. Ja? Ich freue mich, wenn ihr die Videos weiter seht, aber alles in Ordnung, wenn jemand sagt, ich möchte nur diese Checkliste. Aber die solltet ihr bitte unter allen Umständen mitnehmen. So, und heute ist das Thema der MSCI World. Warum? Weil ich selber beispielsweise gesagt habe, die aus meiner Sicht einfachste ETF-Anlage der Welt und aus meiner Sicht auch besser als das, was unser Bundesbankpräsident Jens Weidmann mitmacht, mit ETFs so macht, ja, haben wir in einem anderen Video schon mal besprochen, der hat nämlich den DAX mit drin. Nichts gegen den guten alten DAX, aber er ist eben mittelfristig nicht der Outperformer. Sieht so aus, 75% in einen ETF auf den MSCI World und 25% je nach Risikoneigung, können es vielleicht auch 5 oder 10 oder 15% sein, in den MSCI Emerging Markets. Und schon damals kamen Fragen, MSCI World, also Welt, da sollte doch eigentlich, sollten doch die Emerging Markets mit drin sein. Ja, Indien, China, Südostasien gehören ja nun definitiv auch zu dieser Welt. Also warum überhaupt zwei ETFs? Und genau da liegt die Krux. Das muss ich euch anhand der Zusammenstellung direkt am Bildschirm zeigen. Und das mache ich jetzt auch. Los geht's. Das hier sind also die Daten des MSCI World. Und der MSCI World ist der beliebteste Index der Sparer. Tatsächlich muss man sagen, dass jeweils der nationale Anteil relativ groß ist. Das hat vermutlich weniger politische Gründe als ganz einfach den Hintergrund, dass die meisten Menschen, ja, ich habe den Spruch schon ein paar Mal gesagt, aber er passt einfach so gut. Was der Bauer nicht kennt, hat frägt er nicht. Also was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht. Und so sind eben deutsche Anleger praktisch immer irgendwie gerne auch im DAX investiert. Ähnlich ist es bei Franzosen im CAC 40. Die Amerikaner haben natürlich den Dow Jones. Und insofern belassen wir es einfach dabei. Solange der Anteil des eigenen Index nicht zu groß ist, ist das ja auch völlig in Ordnung. Und wir erkennen an den Summen, die in den MSCI World fließen, dass doch darüber hinaus dann die meisten Sparer die Erkenntnis gewonnen haben, okay, etwas marktbreiter müsste es wohl sein. Wenn wir uns den MSCI World, also der Name Welt, ist an sich ja relativ klar definiert. Die Welt ist halt das Ganze. Wer mal auf dem Mond war, ich bisher noch nicht, oder im All, der konnte auf die Welt schauen und hat dann alle Teile der Welt gesehen. Etwas provokativ könnte man sagen, man sollte sich nicht wundern, wenn ein amerikanisches Unternehmen einen Index generiert, kreiert und dann sagt, ja, das ist der MSCI World. Und wenn dann dabei rauskommt, dass nun mal die Welt eigentlich die USA sind.
Das ist eine Form des Selbstbewusstseins, die uns nun nicht ganz fremd ist und mit der wir ganz gelassen umgehen. In dem MSCI World und zumindest aus finanzieller Sicht, wenn wir uns die Strömungen des Kapitals ansehen, dann ist es natürlich auch nicht völlig verkehrt. Denn die USA sind nun mal der größte Wirtschaftsraum und so sagt denn hier im Kleingedruckten auch, wird beschrieben, dass der MSCI World die 23 Developed Markets, das heißt also entwickelte Märkte, das ist das Gegenteil, beziehungsweise das stellt die Stufe 1 dar. Und dann gibt es in Stufe 2 noch die Schwellenländer, die sogenannten, und die Stufe 3 sind dann die Entwicklungsländer. So, und ebenfalls ist nicht ganz überraschend, dass ein amerikanisches Unternehmen China, immerhin ein Land, welches mutmaßlich die USA innerhalb der nächsten, je nach Schätzungen und je nach Institut, innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre überholen wird, dass man dieses Land noch als Schwellenland einstuft. Naja, wahrscheinlich dürfen Sie froh sein, dass Sie nicht mehr als Entwicklungsland bezeichnet werden. Spaß beiseite, der MSCI World umfasst fast 1800 Werte und damit 85% des gesamten Free Floats aus diesen gesamten Ländern. Klar ist auch, dass die ETFs in der Regel nicht in 1600 oder 1800 Werte dann tatsächlich investieren. Müssen sie auch gar nicht, denn wenn man die Top 50 abbildet, hat man mehr als 95% oder 97% des Index drin. Worauf es ankommt, sind zwei Daten. Zum einen die Top 10 in diesem Index. Und da sieht man, ja hier nochmal, hier oben steht World. Ja, und die Top 10 sind ja die USA halt. Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, JP Morgan, Johnson & Johnson, Alphabet, C&A, das sind also die beiden Gattungen, Exxon Mobil, Nestle. Und wenn ich das mal, Nestle aus der Schweiz, immerhin, einer hat es geschafft, doch aus dem Rest der Welt dann. Wenn man diese Unternehmen sich mal anschaut, dann muss man eben auch sagen, ja, das sind auch in der Tat sehr erfolgreiche Unternehmen in der Vergangenheit gewesen. Insofern, es geht hier gar nicht darum, in irgendeiner Form den MSCI kritisch zu sehen. Nur wer sagt, ich möchte die Welt abbilden, ich möchte diversifiziert sein über Kontinente hinweg, der wird mit dem MSCI World, auch wenn er so heißt, eben nicht glücklich werden. Und der wird sich dann vielleicht auch wundern, dann, wenn es mal so kommen sollte, dass die Aktienmärkte in den USA massiv einbrechen, ja, dann wird der MSCI World praktisch deckungsgleich einbrechen. Wir sehen, dass ein Unternehmen, ja, nochmal, rund 1800 Werte und Microsoft, Apple und Amazon zusammen haben dann schon 6%. Wenn wir uns die alle nehmen, sind diese Top 10, rechnen wir jetzt mal ruhig Nestle raus, also nur die USA, dann sind wir bei 12%, allein 12% aus diesen Unternehmen. Und ja, das ist wesentlich diversifizierter als die meisten Anlegerportfolios und ist auch völlig in Ordnung, das mit 10% zu gewichten. Nur der Gedanke, dass man eben damit weltweit aufgestellt ist, der ist verkehrt. Man sieht es hier im Übrigen auch nochmal ganz schön, die Gewichtung der Länder. Also dieses große blaue Kuchenstück hier, das sind die USA. Dann haben wir gelb Japan. Dann haben wir, was ist denn das für eine Farbe, Türkis oder so ein Grün, haben wir United Kingdom, also Großbritannien. Was haben wir dann noch? Kanada mit 3,4% und dann, wie es bei Wahlen so schön heißt, der Rest. Beim Fußball hat man ja gesagt, okay, der Schmull teilt sich auf. So sieht der MSCI World aus. Ja, alles andere ist völlig in Ordnung, also die Sektoren, wie die aufgeteilt sind und so weiter. Also MSCI World, kein schlechter Index, aber bezogen auf den Titel ist das für mich eine Mogelpackung. Ja, das ist kein Weltindex. Das ist ein amerikanischer Index mit guten Freunden an der Seite. Jetzt hat sich der Emittent gesagt, okay, beziehungsweise also diejenigen, die den Index hier, den MSCI, davon gibt es noch andere, dann machen wir mal den MSCI All Country. Ja, und hier haben wir dann 23 entwickelte Länder, also erste Weltländer und 24 Emerging Markets. Hier nochmal zum Hinweis, taucht also im
MSCI World taucht China überhaupt nicht auf. Und in diesem All-Country-Index, der dann oft als Lösung genannt wird, schauen wir uns einfach mal an, wie ist es denn dort? Ja, eine Sekunde. Ich muss ganz kurz. Weiter geht's. Also, ist das hier vielleicht die Lösung? Wir schauen wieder auf die Top 10 und stellen fest, sieht aktuell nicht so aus. Auch im All-Country-Index des MSCI World taucht zumindest in den Top 10 ganz sicherlich, wieder haben wir das genau die gleiche Zusammensetzung wie im MSCI World mit ganz, ganz unterschiedlicher Gewichtung. Also eben waren wir bei 12%, jetzt sind wir bei 11,37%. Und wo haben wir jetzt China? Also wir haben weiterhin die Vereinigten Staaten mit 55%, das war im MSCI World 62%. Jetzt sind es 55%. Wir haben immer noch Japan, wir haben immer noch Großbritannien. Und dann taucht hier China mit 3,84% auf und die Franzosen mit 3,43%. Der Anteil der anderen ist gewachsen von 16% auf 25%. Also, ja, etwas mehr Welt steckt in diesem Index. Aber wenn wir uns dann den Emerging Markets, MSCI Emerging Markets ansehen, dann erkennen wir eben, und das ist die Quintessenz für mich letztendlich daraus, ja, das ist eine bessere Mischung. Also wenn wir uns den hier anschauen, dann sehen wir hier in den Top 10 tatsächlich eine Mischung. Wir haben Tencent, Alibaba, Taiwan Semiconductor, also China, Taiwan, Korea, Naspers, Südafrika, China, Reliance Industry ist Indien. Und diese Top 10 machen dann hier schon 24%, fast 25%, also ein Viertel des MSCI Emerging Markets aus. Und hier ist die Zusammenstellung aus meiner Sicht ausgewogener. Obwohl China natürlich hinsichtlich der Marktkapitalisierung die Schwellenländer massiv dominieren würde, finde ich angenehmerweise die Aufteilung hier des MSCI Emerging Markets passend. 33% China, 13% Südkorea, 12% Taiwan, Indien, Brasilien und ja, dann noch rund ein Viertel andere. Das heißt also, für mich ist auch weiterhin die Kombination, die ich wählen würde, den MSCI World und den MSCI Emerging Markets. Wenn man es riskant mag, riskant ist ja immer so eine Einschätzung, die sich im Nachhinein sehr viel besser treffen lässt. Aber aus meiner Sicht ist 75% MSCI World und 25% Emerging Markets durchaus eine passende Aufteilung. Denn wir erkennen zum Beispiel hier im Jahr 2017, wenn man sich die jährliche Performance anguckt, hier hat der MSCI Emerging Markets 37% gewonnen, der MSCI World 22%. Natürlich, wir haben auch wie im Jahr 2015 Jahre, in denen der MSCI Emerging Markets deutlich mehr verloren hat. Natürlich ist das Ganze spekulativer. Aber dafür eben auch hier im Jahr 2019, direkt nach der Finanzkrise, MSCI World 30%, MSCI Emerging Markets fast 80%. Insofern aus meiner Sicht also eine passende Beimischung. Und noch ein Hinweis an dieser Stelle. Der Gerhard Heinrich, der hat einen YouTube-Kanal. Wer ist Gerhard Heinrich? Das ist mein persönlicher Ansprechpartner, wenn es um Schwellenländer geht. Ja, absolut hochspannendes Thema, zumal wir auch erkennen können, dass teilweise die Korrelation relativ gering ist. Das heißt also, die Schwellenländer laufen noch ganz gut. Denn wer vor Verschuldung Angst hat oder Sorge hat, dass Verschuldung einem Land über den Kopf wächst, der muss zuerst schauen nach Japan, der muss in die USA schauen, der kann auch nach Europa schauen. Die meisten Schwellenländer sind eben nicht so hoch verschuldet. Warum? Weil man ihnen diese hohen Schulden gar nicht gewährt. Das heißt also, der Gedanke Schwellenland immer gleich spekulativ, der ist verkehrt. Und der Gerhard Heinrich, der schafft es in seinen Videos, ja, immer mal wieder ganz gut
den Status quo zusammenzufassen, aber auch über sehr interessante Aktien zu sprechen. Blende ich euch hier ein und bitte schaut mal bei ihm vorbei. Lohnt sich wirklich. So, das war's zu den MSCI-Indizes. So, das war es für heute und jetzt ein Aufruf, denn ich weiß, das Thema ETF ist für viele interessant. Also nutzt die Kommentarfunktion, schreibt mir eure Fragen, die ihr zu ETFs habt. Ihr dürft, jetzt habe ich beinahe gesagt ausnahmsweise, ihr dürft natürlich immer schreiben, was ihr möchtet. Aber ihr merkt, dass ich in Kommentarfunktionen, wenn mir da irgendjemand die Frage stellt, was hältst du von diesem australischen Diamanten-Explorer? Freunde, das kann ich doch nicht machen. Da gucken zigtausend Leute drauf. Wir haben mittlerweile, vielen Dank übrigens dafür, über 5 Millionen Aufrufe. Da kann ich nicht einfach mal so meine Meinung raushauen über einen australischen Diamantenproduzenten. Ganz davon ab, dass ich mich nicht mit allen Aktien dieser Welt befasst habe. Wenn ich einen Wert wirklich für besprechenswert halte, ja, dann bespreche ich den in der Regel auch in einem Video. Aber heute nutzt bitte die Kommentarfunktion so ausgiebig, wie ihr möchtet, zum Thema ETFs. Fragt, was noch offen ist an Informationen. Bitte vorher diese Checkliste durchgucken. Ja? Wenn ich da Fragen sehe, wo ich sage, das habe ich doch heute Morgen im Report besprochen, dann werde ich auf den Report verweisen. Aber wenn sonst noch Fragen bestehen, einfach hier und in einem der nächsten Videos werde ich, das mache ich ja nicht allzu häufig, weil es natürlich dann häufig nur die interessiert, die Fragen stellen. Aber so ein Frage- und Antwort-Video möchte ich gerade im Bereich ETFs auf jeden Fall machen. Also, habt ihr eine Frage zu ETFs, auch zu einem bestimmten ETF, dann stellt die Frage, nutzt die Kommentarfunktion. Das war's für heute. Ich sende euch ganz, ganz liebe Grüße. Macht's gut, bis dann und ciao.